Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Witcher 3. Wir machen es mal weiter. Was soll ich sagen? Könnte es sein, dass er endlich seine Meisterin gefunden hat. Sie mag seine Meisterin sein, ja. Oder vielleicht mehr. Der Kerl ist hin und weg. Sie hat ihm den Kopf verdreht. Gut, dann müssen wir wohl mit ihr reden. Priscilla spielt in einer Schaustellertruppe. Renard und die Füchse. Immer wenn sie in der Stadt sind, tritt sie abends im Eisvogel auf. Dann sind wir zu einem Liederabend, verdammt. Musst du immer meckern? Das ist echte Lyrik, Geralt. Du wirst sehen. Okay. Nach Sonnenuntergang mal Eisvogel. Ein ganzer Tag verschwendet. Aus welchem Dorf kommst du? So wie Exkremente in die Kanalisation. Ich weiß nicht, was noch hier ist. Aber wir sind gleich da, glaube ich, oder? Was ist das hier? Jo. Alter, was ist denn da oben los, Alter? Was machen meine Nachbarn? Ah, schon da. Los, suchen wir uns ein paar Arschgestelle. Geht bald los. Ich frage mich, ob du mein
Schicksal bist oder ob der Zufall uns zusammenführte, als ich den letzten Wunsch hervorbrachte, wurdest du gezwungen, mich für immer zu lieben. Am Morgen fließt du aus meinen Träumen, bittere Stachelbeere, süße Flieder. Im Traum seh ich Raben schwarzer Locken, deine Veilchen Augen von Tränen nass. Der hat in Weißgarten ein paar temerische Jungs umgebracht. Ruhe, Weib! Wir sind hier, um Musik zu hören. Ein Mörder? Es herrscht Krieg. Da sterben manche Leute. Oh, bitte, diskutiert das woanders aus. Wieder Zank und Schlägereien. Ich dachte, das wäre ein anständiges Etablissement. Wie ich Gerald kenne, hat er den Hals riskiert, um irgendwem den Arsch zu retten. Zu retten? Er hat Leute ermordet. Lass dich nicht provozieren. Dort ist die Tür. Klärt das draußen. Komm. Ich will Musik hören. Musik! Kultureller Mittelpunkt der Welt. Dass ich nicht lache. Darf ich vorstellen? Das ist Priscilla, auch bekannt als Kalonetta. So liebreizend wie talentiert. Und das? Ist Gerald von Riva, ich weiß. Rittersporn hat mir viel von dir erzählt. Und ich habe mit angehaltenem Atem zugehört. Sei nicht überrascht. Mir ist kein passenderes Thema für eine Ballade eingefallen, als die Liebe eines Hexers zu einer Zauberin. Oder sollte ich sagen, zu Zauberinnen? Anscheinend hat dir Rittersporn meine Geschichte genauestens erzählt, sogar Persönliches und Unwichtiges. Hat er auch was über sich erzählt, wohin er beispielsweise unterwegs ist? Ausgezeichnet, sehr lustig, wirklich. Na dann, bis später. Nicht hier. Kommt mit. Okay. Gibt es einen Grund für diese Geheimniskrämerei? Ja, einen guten. Als ich Rittersporn zuletzt gesehen habe, plante er einen Einbruch in Sigirolvens Schatzkammer. Du heilige Scheiße. Und seitdem habe ich ihn nicht mehr gesehen. Rolven, wie ist er so? Groß, fett und extrem gefährlich. Er zieht beim Gehen das linke Bein nach. Klingt nach einem lahmen Felstroll. Wenn Trolle Teufel schlau wären und ein Gespür für Verbrechen hätten, dann ja. Rittersporn bricht in eine Schatzkammer ein. Hätte gedacht, dass er eher das Zölibat vorziehen würde. Stimmt, als er mal vergessen hatte, seinen Wein in Passiflora zu bezahlen, lag er die nächsten 3 Nächte wach und zerbrach sich den Kopf. Hast du eine Idee, was ihn da geritten hat? Hat er irgendwelche Schulden? Er hat behauptet, er würde jemandem helfen. Eine dringende Sache, die nicht warten könne. Dieser jemand, hat Rittersporn einen Namen erwähnt? Nein, aber so wie ich Rittersporn kenne, hat er ihren Namen nicht erwähnt. Genauso wenig ihre schlanke Taille und ihren drallen Busen. Lass mich raten, der Einbruchsversuch ist misslungen. Nun, er ist nicht mit einer goldenen Kutsche voller Juwelen vorgefahren. Sieht also danach aus. Ich habe überall nach ihm gefragt, aber in der Stadt macht keiner den Mund auf. Konnte nur rausfinden, dass er im Versteck von Hurensohn Junior für Ärger gesorgt hat. Die Männer von Hurensohn haben ihn durch die ganze Stadt gejagt. Hurensohn Junior,
Nie gehört. Das größte Arschloch in Novigrad. Nicht wörtlich gemeint, aber... Verstehe. Du magst ihn nicht. Was hat er dir denn getan? Wohl eher der ganzen Stadt. Er ist einer der vier Unterweltbosse der Stadt. Die anderen sind Sigi Räuven, Hacker und der Bettlerkönig. Dieser Halunke. Wenigstens hat er nicht auch den ehrwürdigen Kult verärgert und mit in die Sache gezogen. Dann säßen wir tief drin. Ich eile Rittersporn mal wieder zu Hilfe. So langsam sollte er mich dafür bezahlen. Wo auch immer er ist, er hat im Moment gewiss nichts für Witze übrig. Und ich auch nicht. Keine Sorge, ich hol ihn da raus. Ich muss mit Hurensohn sprechen. Und Sigi Räuven. Weißt du, wo sie zu finden sind? Beim Hurensohn weiß ich's nicht. Aber Räuven hat ein Badehaus. Pass aber auf, er ist gefährlich. Ich auch. Das bezweifle ich nicht. Aber Rittersporn ist es nicht. Ich flehe dich an, beeil dich. Und sag mir, sobald du was erfahren hast. Tja, ich habe hier nichts zu tun. Ich gehe wieder ins Rosmarin. Ich muss Puschel füttern. Okay. Und dann heißt es abwarten, ob unser Vögelchen nicht von alleine wiederkommt. Pass auf dich auf. Oh mein Gott. Euer Ernst jetzt? Hurensohn Junior? Oh mein Gott. Weg da. Alter, was ist denn hier los? Götter, der Sensenmann kommt mich holen. Schweine, überall Schweine. So. Ach, hier gehen wir fertig irgendwo durch. Hammer geil. Ja, komm her. Andere Seite. Auf geht's. Das ist ja hoch, glaube ich. Nee. Langsam. Ich soll deine Zulage für die Arbeit in diesem Scheißwetter fordern. Ich glaube, ich muss hoch, oder? Lauf, Plätze! Oder hier durch. Nicht so schnell, Plätze. Ach, ich muss da. Ist da jemand? Aufmachen. Was soll der Krach? Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Beschäftigt? Womit? Mit interessanten, wichtigen Gästen. Dann sag ihm, dass noch einer vor der Tür wartet. Gerald von Riva. Und ich gehe erst, wenn ich ihn gesprochen habe. Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Sigi Räuven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Du kannst dir ablegen. Deine Ausrüstung passiert nichts. Soll ich mich wirklich ablegen? Aber wir haben wohl keine andere Wahl, oder? Wunderbar. Sigi Räuven wartet nebenan. Alle Leute, ich würde mal sagen, ich mache jetzt hier im Framerack. Ich bin mal fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part von The Witcher 3. Bis dahin, haut rein und tschüss.